Grüß euch, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute machen wir ein Soufflé, und zwar ein Kartoffelsoufflé. Das ist ein kleiner Schritt in die Königsklasse, in die Königsdisziplin der Küche, nämlich zum Nachtisch. Bei diesem Soufflé kann eigentlich nichts schiefgehen, wenn man sich an die Mengenangaben hält und auch an die Temperatur. Wenn es euch interessiert, dann bleibt dran. Dann zeige ich euch schon mal die Zutaten. Und ich würde sagen, gehen wir es mal an. Hier haben wir alle Zutaten auf einen Blick. Hier der Hauptdarsteller, das sind die Kartoffeln, eine vorwiegend festkochende Sorte. Es ist eigentlich egal, was für eine Sorte ihr verwendet. Die sind vom Vortag gekocht. Ich denke, ihr könnt die genauso frisch kochen, abkühlen lassen und dann auch dieses Soufflé machen. An Zutaten brauchen wir weiterhin Parmesankäse. Hier habe ich einen Appenzeller. Ihr könnt stattdessen auch einen anderen Käse verwenden, Gouda oder Cheddar, was euch so besonders gut schmeckt. Milch, Eier natürlich für ein Soufflé, Butter, Semmelbrösel. Zum Würzen brauchen wir Salz und Pfeffer und süßen Paprika. Als frisches Kraut kommt frische glatte Petersilie rein. Ihr könnt aber auch stattdessen Schnittlauch verwenden. Und der erste Schritt, den wir machen, ist die Förmchen ausbuttern und mit etwas Paniermehl bestreuen. Das zeige ich euch jetzt, wie man das macht. So, wir schneiden uns hier ein kleines Stück Butter ab, geben das in die Form und reiben die Form mit Butter aus. Natürlich auch den Boden. Soll gründlich eingebuttert sein. So, und das, was zu viel ist, in die nächste Form geben. So, in die Form kommt jetzt etwas von unseren Semmelbröseln rein. Und wieder drehen, drehen, drehen. Und so schaut es dann aus. Und das mache ich jetzt mal fertig und dann gehen wir zum nächsten Schritt über. Wir setzen einen Topf auf, geben unsere Milch rein, noch die Butter dazu. Wir machen das nur ein bisschen warm und lassen eigentlich nur die Butter schmelzen. Wenn die geschmolzen ist, können wir das schon wieder abkühlen lassen, dann wäre das schon fertig und können wir beiseite stellen. Weiter geht's mit den Kartoffeln. Die zerstampfe ich mit so einem Kartoffelstampfer. Ihr könnt natürlich auch eine Kartoffelpresse nehmen, wie auch so eine Spätzlesmaschine, so der Spätzleschwab. Und ja, das muss nicht ganz so klein sein. Das darf schon stückig bleiben. Okay, wäre das schon fertig. Wie schon gesagt, das muss nicht fein sein. Ihr könnt das natürlich auch mit einer Gabel zerdrücken. So, zum nächsten Schritt. So, jetzt reiben wir den Käse. So, das reicht. So, jetzt den Parmesankäse. Das ist ein relativ junger Parmesankäse. So, das reicht. So, jetzt können wir den Käse zu den Kartoffeln dazugeben. So, den Käse und die Kartoffeln vermischen wir jetzt. So, wäre soweit. Jetzt werden die Eier getrennt. Die Schüssel, die brauchen wir für das Eiweiß. Da drin schlagen wir das Eiweiß fest. Die muss sauber sein, kein Fettrückstand oder sonst was drin sein, sonst wird das nicht fest. Da darf auch kein Eigelb rein, das wäre gefährlich, dann wird es nämlich auch nicht fest. Also, wie schon gesagt, das ist schon ein bisschen die Königsdisziplin hier. So, und das Eigelb geben wir zu den
Kartoffel-Käse-Mischung. So, das Eiweiß schlagen wir jetzt mit einem Schneebesen kräftig zu einem Eischnee. Man kann natürlich auch eine Küchenmaschine verwenden, aber ich mache das jetzt von Hand, damit man auch sieht, dass das auch von Hand geht. Dauert ein bisschen, aber das geht wunderbar. Feste schlagen und dann wird es nach und nach schon okay. Gut, so hier sind die Eigelb schon drin. Und das rühren wir jetzt ein bisschen unter. So, stelle ich jetzt mal zur Seite. Jetzt schneide ich etwas von der Petersilie klein. Die Stängel weg. Und das schneiden wir wie vorhin schon erwähnt, ihr könnt natürlich auch Schnittlauch verwenden. So, das wäre fein genug. Der nächste Schritt ist den Backofen vorheizen. Der muss richtig heiß sein, auf 210, 220 Grad. Ihr wisst, die Backöfen sind einfach unterschiedlich. Keine Umluft und ein Backblech tun wir auch gleich rein, damit es auch schon Temperatur hat. So, und jetzt machen wir unsere Kartoffelmischung fertig. So, jetzt geben wir hier die Petersilie rein. Das wird jetzt gewürzt mit Salz und Pfeffer. Jetzt geben wir unsere Milch-Butter-Mischung. Geben wir jetzt dazu. Muss aber wirklich abgekühlt sein. Darf nicht warm sein. Sonst gerinnt uns das Eigelb. Und mischen. So gründlich vermischen, dass sich die Gewürze auch gut verteilen. Und jetzt kommt unser Eischnee rein. Nicht alles auf einmal. Und das heben wir jetzt unter. So, gebe ich wieder was rein, Eiweiß. Und unterheben. Jetzt kommt der Rest von dem Eiweiß rein und vollends verrühren. Wir müssen darauf achten, dass da noch Luft drin bleibt. Gut. Jetzt können wir das bereits in die Förmchen abfüllen. So ein kleines bisschen noch. Jetzt fülle ich alle Förmchen und dann machen wir weiter. So, alles wäre in den Förmchen verteilt, ist gut aufgegangen und jetzt kommt etwas süßen Paprika drüber. Ein kleines bisschen nur, dass wir so etwas einen Farbtupfer haben. Und so kommt das jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 210, 220 Grad, keine Umluft. Und wenn das fertig ist, zeige ich euch das Ergebnis. Wie man sieht, sind herrlich aufgegangen. Jetzt kann ich euch nur noch viel Erfolg beim Nachkochen wünschen. Selbstverständlich guten Appetit, viel Spaß damit, bis zum nächsten Video. Noch eine Bemerkung, doch zum Schluss, den Backofen, wenn man ein Soufflé macht, natürlich nie aufmachen und keine Umluft.
Also nochmal viel Spaß damit, bis zum nächsten Video.